Hallo, willkommen zurück bei Atelier Aisha. Wir haben hier im Dry Valley nichts gefunden, letzte Folge. Suchen hier eine bestimmte Blume, aber vielleicht müssen wir das ja hier erst irgendwie fluten, indem wir hier nochmal in diese Ruinen gehen. Ich gehe jetzt eben erstmal bei Aisha zu Hause vorbei. Jetzt If I finden wir es, remember ne? correctly, the flower that waits for rain should be around here Ja, somewhere. genau. Ich suche gerade eben alles ab. Grashalm für Grashalm. Und wenn man einfach so auf der Weltkarte drüber latscht, dann findet man es. Since it's so close to the workshop, I wouldn't be surprised if I've seen it before. I better refresh my memory. Let's see. During the rainy season, the valley becomes a roaring river. The pretty pink petals give off a fragrance similar to a well-leavened wine. Gut, in der Regenzeit strömt hier halt ein reißender Fluss durch und dann die lilafarbenen Blumen geben dann halt einen Duft ab, der an Wein erinnert. I've never seen it rain so hard that it turned a valley into a river. Up to this point, I've seen traces of erosion all around. Could it have been caused by water flowing through here? If the flower only blooms when it's raining, then it must need water. Maybe it's just a seed or bulb that's waiting for it to rain. If that's the case, then the flower has to still be in the valley somewhere. Oh, I know. If it has to do with plants, Panna, can you find Me? What? Yeah, I should have known it wasn't gonna be that easy. I need to come up with a way. Oh, I know. I think there was a tool that would be helpful in a book I read before. Okay. I should head back and retool my strategy. Alles klar. Head back machen wir einfach mal Head forward. Wir gehen hier mal zu Aisha nach Hause. Da hat sie auch die Möglichkeit zu synthetisieren. Aha, wir können einen Gegenstand herstellen, der es regnen lässt. Wo brauchen wir den Nimbusstein? So, gucken wir mal, wo wir den finden. Unter Alchemie bestimmt. Da ist er genau. Level 30 haben wir ja. Dafür brauchen wir Polish Powder. Haben wir. Destilliertes Wasser. Haben wir unser letztes Grab noch? Mystery und Erz. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eh egal, wie gut wir den herstellen. Aber trotzdem möchte ich einen vernünftigen Gegenstand bauen. Und ich habe ja hier 40 Starstones, dann nehme ich einen davon und was nehmen wir hier? Ne, sowas Einfaches will ich nicht benutzen. 25, also Quality sollte schon über 50 sein. Das nun auch gerade nicht. Ich nehme ruhig so ein Prismakristall. Is this okay?
Okay, zumindest ist der Balken rechts rot. Das heißt, wir haben das Maximum da rausgekitzelt. Yay, it's done. Und wir haben zwei Nimbussteine. Cool, und damit haben wir auch die Alchemie-Uses voll. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegenstände wir jetzt damit hergestellt haben, aber auf jeden Fall eine Menge. Aber das bringt hier trotzdem gar nichts. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal. Ich frage mich, soll ich nochmal in die Ruinen reingehen? Nee, ne? Das ist bestimmt doof da. Okay, let's make it rain. Now, where in my bag did I put it? Ah, here it is. Yeah. Da fällt mir auf, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es in diesem Spiel hier regnet. Entschuldigung fürs Abbrechen. Gucken wir mal, wo jetzt die Blume anfängt zu blühen. Ich fange mal mit dem Zentralgebiet hier an, da würde ich es am ehesten erwarten. Und da ist auch Nioh wieder. Huh? I smell alcohol. Does that mean the flower bloomed? I think it's coming from over here. I better go check it out. Oh, Nioh! Nioh! Oh, Nioh kann es hören. Oh, sis, what are you doing here? Aha, Nioh kann mit uns sprechen. Nioh, so you know who I am? I wonder how many years it's been since I've heard your voice. I'm so glad I believed everything Mr. Keith told me. Nioh, I've been looking for you. What are you doing here? Well, these flowers bloomed in Dry Valley, so I came to take a look. Sis, those flowers are so pretty. You knew the flowers bloomed? You can see this side from over there? I don't really know. Besides, sis, I'm sleepy. Have you not been sleeping well? It's just so warm and fluffy here. It just feels so nice and warm, like sunshine. Oh no, I'm getting very sleepy. Wait, I still want to talk to you. Nioh, don't go. She disappeared. Nioh, where in the world could you be? Oh, that's right. I should collect a glowing flower before I forget. Okay, dann haben wir jetzt eine Wasserlilie. Oh, das ist ganz schön hoch, das Wasser hier. Und da sind noch ein paar Monster. Ja, muss ich eh kämpfen. Surprise Attack! Successful! Executing the order. Take that! Great victory for me.
Gibt es hier irgendwas Neues, wenn man sammelt? Nee, nur Mist. Surprise Attack! Successful! And there! You will not get away! Huh? Ah! Take that! Great victory for Madame Wilbau! Peace! Attack! Successful! And... Take that! Coordination, success! Huh. Ah! Huh. No difficulty executing my duty. Mhm. Können wir noch einmal sammeln. Den Tag komplett ausnutzen. So, was machen wir jetzt? Ach, das wird immer mehr. Es wird immer mehr. Gut. Ganz viele Alchemie-Sachen herstellen. Dann müssen wir in die Grand Rocky Mountains. Nochmal mit Ernie sprechen. Treasure Hunt in der Glass Factory. Dann Evershade Woods. Old Coal Mine. Hornheim ist arschweit weg. Und Grassland Hills. Okay, jetzt gucken wir mal. Das schon mal nicht. Das heißt, wir können durchaus erstmal nach Riesengang zurück. Vielleicht können wir da noch den einen oder anderen Auftrag erledigen, ein bisschen Kohle verdienen. Wie ist eigentlich jetzt unser Status? Freundschaftslevel 72 und 91. Das heißt, Wilbel kann bald durch Regina wieder ersetzt werden. Aber erst will ich mit Wilbel natürlich in die Glasfabrik. Ich denke, da wird sie gebraucht. So. Du willst nichts Neues. Du nicht. Aber die alte Frau da hinten. Habe ich letztes Mal wahrscheinlich einfach nur vergessen. Preserve Pot, können wir sowas herstellen? Schauen wir doch mal nach. What should I synthesize? So, dann haben wir einen Handmade Pot. Aber einen Preserve-Pot sehe ich hier nicht. Nee. Ach genau, ich wollte ja gucken, wie viel Anti-Bug-Grass ich habe. Das sollte durchaus reichen für Ernie. Ja, schade, kann ich hier gar nichts machen, einen Riesengang.
Die hier haben keine neuen Aufträge und der Kollege da oben wahrscheinlich auch nicht. Ich schaue trotzdem mal eben nach. Okay. World Map. Da müssen wir hin, Grand Rocky Mountains. Danach Glasfabrik. Shade Woods. Okay. Diese Marsch. Müssen wir dahin wahrscheinlich, ja. Da hinten ist Hornheim. Jetzt muss ich nochmal gucken. Grand Rocky Mountains, alles klar. Zu Ernie. Glasfabrik. Evershade Woods. Hatten wir doch eben auch. Old Coal Mine habe ich gefunden. Grassland Hill. Grassland Hill und Evershade Woods. Wo war das jetzt? Da ist Grassland Hill. Und da sind die Evershade Woods. Okay, Evershade Woods machen wir, wenn wir sowieso nach Hornheim gehen. Das heißt, wir machen erst die Grand Rockies, dann Glasfabrik, dann Vierzeberg zurück und Thrilling Treasure Contest. Dann hier alte Kohlenmine und Grassland Hill. Sonst noch was vergessen? Ja, White Spaces. Wide Open Spaces. Hier im Dry Valley, da kam ja sofort eine Message, als ich da rüber ging. Ich hoffe mal, das kommt dann bei den anderen auch. Dann kochen wir mal ein bisschen wieder mit Linka. Oh Gott, ich esse das nicht. Soll Rührei sein. Ja, für einen kurzen Augenblick war es Rührei, jetzt ist es Holzkohle.
Ja, da kommt jetzt ein Fähnchen rein und das ist direkt viel leckerer. Oh, wenn Linka irgendwann mal alleine diese ganzen Sachen umsetzt, die sie jetzt von mir gelernt hat, dann wird das so ein grausiges Essen. Aber was wichtig war, dieses Event wurde ausgelöst, obwohl ich über dieses Feld einfach rüber getapert bin. Ich muss also nicht immer stehen bleiben, nur um zu checken, ob da ein Event kommt. Oh ja, Linka kocht demnächst für Marion. Wahrscheinlich ist Marion danach 3 Wochen krank. Dann schafft Marion ihre Arbeit nicht mehr, wird entlassen. So, das wären jetzt 2 Tage. Ich guck gerade mal, wenn wir jetzt einen Tag bis Vierzeberg. Thrilling Treasure Contest ist ja noch ein bisschen hin, also beziehungsweise ist ja 2 Monate lang. Das heißt, ich könnte auch 6 Tage bis dahin. 8 Tage bis dahin. Aber wir sind dann auch gleich bei der Glasfabrik. Na, gleich ist gut. Von da nochmal 4 Tage sind 12. 13, 14. 15 Tage plus ein bisschen sammeln und so weiter. Das dauert noch. Und ich sehe auch Ernie hier auf der Karte nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Gut, dann gehen wir erstmal hier sammeln. Ja, das sieht schon interessanter aus. Oha, der hält was aus. Ach genau, da sind wir letztes Mal nicht weitergegangen. Also was heißt letztes Mal? Das ist ja schon Ewigkeiten her. Weil die Monster so stark waren. Jawohl. Oh, alle überlebt. Alle haben überlebt. Ach du Scheiße. Scheiße, ey. Sind ja so Metallviecher. Ich mache hier mal so ein Elektrokram. This is gonna zap you good. Hat mächtig Schaden gemacht, aber immer noch nicht ausreichend.
Oh weia, ey, oh weia. Ich muss hier noch eine Bombe schmeißen. Einen kleinen Blitz. So, das hat gar keinen Gebietsschaden. Und der steht immer noch. Alter. Wahnsinn. Guard duty was accomplished. Looks like my daily training is paying off. Guess I got stronger again. Nee, geh weg. So, jetzt brauchen wir erstmal irgendwas Medizinartiges. Ich habe leider kaum was dabei. Ja, das muss jetzt irgendwie gehen. Jetzt haben wir da dicken Bombe sofort. Die Blitzbombe war super. Ja. You owe me next time. Not yet. I can still keep going. Now I wonder what's gonna come out. I'm gonna throw it and boom! Achoo! So, mal eben schauen, was haben die noch für Hitpoints. Nicht mehr ganz so viele. Dann nehme ich eine normale Bombe, so eine Eisbombe, wa? There. Jawohl. Auch mal eben 140 Erfahrungspunkte. Und ein neuer Besen für Wilbel. Ein Tick besser als der alte.
So, ganz vorsichtig. Ich darf mich hier nicht überraschen lassen. Boah, und da hinten ist wieder so ein dicker... Klar, auf jeden Fall eine Blitzbombe. Take this and stay down. Executing the order. Huh? Ah! Not yet. I can still keep going. Dann kriegen wir gleich einen Angriff ab, das macht aber nichts. Oder wir kriegen gar keinen Angriff ab. Genau, ich nehme eine normale Bombe. Du schaffst den doch. Guard duty was accomplished. Looks like my daily. Ja, diese Kämpfe sind schon ein bisschen herausfordernd. So, haben wir wenigstens alles gesammelt und jetzt noch den einen Kampf hier. Okay, I think we have the advantage. Dicke Blitzbombe. Überlebt, das ist wichtig. Nein, oh nein, oh nein. Müssen wir das so machen? Aber auch noch was aus. Wow. So. Ist eigentlich schlechter, die Crystal Plate.
ist nicht schlecht. Tja, dann gehen wir hier mal. So, und jetzt speichere ich ab. Werde damit dann auch die Folge beenden. Und nächstes Mal gucken wir dann, ob wir den Kampf da überleben. In diesem Grand Canyon da. Also, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut. Tschüss.